Leute, was geht wieder hier mit der nächsten Folge Force of Nature? So, war jetzt seit der letzten Folge hier ewige Zeiten am Grinden. Hab mir hier endlich mal Klamotten hergestellt, eine neue Waffe, ein Kupfer. Kupfer? Ja, Kupfer. Nee, doch, ein Bronzeschwert, Entschuldigung. Wie man den ganzen Kram herstellt, ich gehe erstmal ganz, ganz kurz an. Die Klamotten, die ich hier anhab, das sind zum einen. Hier kein Mouse-Over-Dingen. Shit, oder dann kann ich hier. Ah, jetzt ja. Sind hier zwei Teile so Beduinen-Klamotten, mit denen ich in heißeren Temperaturen rumrennen kann. Also hier ist dann, steht minus 3 und minus 4. Das ist dann quasi die gefühlte Temperatur, geht da sozusagen runter. Also ich kann das normalerweise. Normalerweise kann der Charakter hier, der Typ, 20 bis 30 Grad durchhalten, ohne irgendwie Schaden oder sowas zu kriegen. Mit den Dingern fühle ich mich um 7 Grad kälter quasi, also kann ich bei 37 Grad rumrennen. Das brauche ich jetzt gerade, um zu meinem nächsten Fragment zu kommen. Ihr wisst ja, diese Dinger, die wir hier sammeln müssen, oder die ich hier sammeln muss. Um die herzustellen, brauche ich eine halbe Tonne Zeug. Nämlich, das mal eben schnell hier durch. Für die Hose zum Beispiel 8 mal Fabric, also hier ja Stoff eben. Und 15 Seile. 15 Seile ist kein Problem. Fabric, das ist so ein bisschen nervig, weil dafür brauche ich jeweils 2 mal Wolle. Um Wolle zu kriegen, brauche ich ein Schaf, Wasser und Weizen. Gehe auf das Schaf, fütter das Vieh, hier steht hier dran. Und dann dauert das so ungefähr eine Minute, dann habe ich einmal Wolle. So, insgesamt um diese drei Teile, also ich habe jetzt zwei an, aber für drei Teile Beduinen-Armor oder Klamotten, Stiefel und Handschuhe aus Leder sind das dann irgendwas um die 90 Mal Wolle, die ich brauche. Also sprich 1,5 Stunden hier rumsitzen, Weizen anpflanzen, Wasser holen und das Schaf füttern. Großartiger Spaß war es gestern, als ich den ganzen Kram hier durchgegrindet habe. Und das war nicht alles. Nebenher brauche ich dann natürlich auch noch irgendwie, weil es da, wo es jetzt weiterhin geht, doch so ein bisschen härtere Mobs gibt. Unter anderem so kleine Scheißer, die Giftschaden machen, brauche ich Herbal Tea. Ne? Entfernt Gift. Steht hier auch dran. Stelle ich an der, hier am Cooking Table her. Dafür brauche ich. Oh, wir haben eine neue fertig. Ja. Hier so verschiedene Kräuter und Wasser. Ne? Die finde ich in geringerer Menge verteilt hier über die ganze Karte. Kann ich mir einsammeln und glücklicherweise auch hier anpflanzen in meinen ja, Seedbeds, in den ja, Beeten hier halt. Da habe ich jetzt gerade einen Haufen Kaffee drin. Zack, ernten. Und kann dann. Jetzt habe ich keine Samen dafür, aber kann die drei Dinger hier vorne sind das Violet, Rosemary und Salvia oder Salvia oder wie auch immer man das aussprechen soll, kann ich hier anpflanzen. Brauche ich jeweils einen von und einmal Wasser für einen Tee. Ist relativ wichtig, weil der Giftschaden, den diese Skorpione machen, der geht über Zeit und hält richtig lange an. So, was habe ich noch? So ein bisschen Lederrüstung hier hergestellt. Dafür brauche ich ja, brauchst ohne Ende Pelze für. Da jetzt nicht mehr im Kopf, wie viel das einzeln waren, gucke ich jetzt auch nicht durch. Das wird sonst irgendwann ein bisschen langweilig, wenn ich euch zeige, was man hier alles grinden muss. Auf jeden Fall jede Menge Kram. So, hört noch nicht auf. Natürlich brauche ich dann auch nebenher nochmal schön hier Käffchen, weil in dem Biom, wo es weitergeht, da im Sumpf, sind alle möglichen Pflanzen im Weg. Das heißt, ich kann da nicht so wie bisher hier in der näheren Umgebung einfach so mal. Ja, an den Bäumen und so weiter außen vorbeirennen, sondern ich muss mir da relativ viel den Weg freihacken und von daher ist meine Ausdauer andauernd unten. Also Kaffee anpflanzen und kochen ohne Ende. Und da die Gegner, wie gesagt, ein bisschen härter werden, brauche ich dann auch noch mal wieder ein bisschen besseres Essen. Das hier vorne, dieses Strawberry Dessert, gibt es auf, wie Stufe bin ich eigentlich? 7, genau, auf Stufe 7 könnt ihr das Zeug dann herstellen. Da braucht ihr, was war's? Sie vergessen. Ja, eben kurz in die Küche gucken.
Irgendwie einmal Erdbeeren könnt ihr anbauen, einmal Milch und ein Ei, nee, fünf Erdbeeren, einmal Milch, einmal Eier. Eier gibt es von den Hühnern füttern. Ich habe hier jetzt, damit ich das in einer quasi parallel gleichmäßig herstellen kann, zwei Hühner, weil pro Füttern gibt es ein Ei pro Huhn und eine Kuh. Die gibt pro Füttern zweimal Milch, damit ich dann, wie gesagt, da in der gleichen Menge rauskomme, habe ich mir noch ein zweites Huhn besorgt, dass ich hier quasi parallel farmen kann. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn oder ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Gut. So, und nicht nur den ganzen Kram da an Klamotten und Ausrüstung zusammengegrindet. Ah, ne, hier, das Schwert habe ich noch vergessen. Wird am Amboss hergestellt. Langschwert ist das. Dafür brauche ich Bronze. Ingels, ja, Barren. Bronze, wie ihr vielleicht wisst, gibt es nicht so als Erz oder so, sondern dafür muss ich Zinn und Kupfer zusammenschmelzen. Zinn und Kupfer gibt es so in der Natur. Kupfer zusätzlich, da kann ich hier diese Münzen von den Goblins für einschmelzen. Hier die Option, entweder halt, wie gesagt, von den Münzen oder von Erz mir das Zeug zusammenzuschmelzen. So, und dann hatte ich so langsam oder habe ich so langsam meinen Kram hier für das nächste Abenteuer, auf das wir jetzt gehen, zusammen. Musste da so ein bisschen vorbereiten. Also hier, erinnert euch vielleicht ja noch dunkel mit dem Kompass hier vorne. Wird zum einen die Richtung von den nächsten Fragmenten, die man braucht, vom nächsten Fragment, das man braucht, so angezeigt. Also die Himmelsrichtung hier. Also wenn ich jetzt gerade zu, weg, so. Also in die Richtung immer gerade auslaufen würde, komme ich irgendwann beim Fragment an, was ich brauche. Und das wird dann nochmal auf der Karte hier angezeigt, wo es denn ist. Nämlich dann irgendwann hier. Wenn ihr die letzte Folge noch so im Hinterkopf habt, wie lange das gedauert hat, von hier vorne hinzukommen, könnt ihr euch vorstellen, was ich hier vorne dann schon so hinter mir habe. Plus, wie ihr seht, hier der helle Bereich auf der Karte, wo ich mit der Maus gerade unterwegs bin, das ist da, wo ich quasi durchlaufen kann. Hier im Sumpf seht ihr, da ist nun verdammt viel Grün unterwegs, da ist das etwas anstrengender. Deswegen habe ich da schon mal so ein bisschen vorgearbeitet, damit ihr ja nicht mir, keine Ahnung, eine Stunde lang dabei zugucken müsst, wie ich hier irgendwie Bäume fälle oder irgendwelches Unterholz weghaue und so weiter und so fort. So, dann beamen wir uns mal dahin, zu der Stelle, bis wohin ich mich schon mal vorgearbeitet habe. Zack, Sumpf die zweite. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. So, wo ist mein Kompass? Anders, guck genau in die verkehrte Richtung. So, da lang geht's weiter. Dann immer so ein bisschen gucken. Also ich hack mir jetzt nicht immer jeden Weg frei, sondern guck auch mal, wie ich hier irgendwie so außenrum quer durch irgendwie komme. Hier sind manchmal so ein bisschen leichtere Wege. Ja. Und hier seht ihr schon, da vorne, na, komme ich hier? Ah, hier könnte ich durchkommen. Das Doofe ist nur, jetzt komme ich hier nicht mehr in Richtung von dem Artefakt, Fragment-Dingens, wo ich hin muss, weiter. Also, hier Bäume, super, da komme ich schon mal nicht durch, hier auch nicht, da. Okay, hier geht es dann nur bedingt weiter. Da fällt den Baum hier mal, weil Holz, das kann ich dann auch bestimmt irgendwann mal wieder brauchen. Also, ich weiß, dass ich es brauchen werde für ohne Ende Kohle und so weiter. Ja, noch einiges an Metalldingern, die ich nutzen kann, die später in den Levels freigeschaltet werden, auf mich zukommen. Also sehe ich zu, dass ich grundsätzlich hier immer entweder hier Mineralien hier aus dem Weg hacke. Also, ups, scheiße. Dass ich hier nicht unbedingt hier irgendwelche nutzlosen Büsche, die mir keinen Kram ins Inventar reinbringen, weghaue, sondern halt hier Sachen abernte, weil das hier, der dauert, das dauert mir zu lange mit dem Ding. So, jetzt muss ich hier mal wieder schauen, wo es hier am besten weitergeht. Hier durch die Bäume. Passe ich da durch? Sieht, dass wir dann hier schon so ein bisschen, ja, komplizierter irgendwie durchzukommen. So, und hier ist dann Ende, also Palme wegmachen.
Jetzt kann ich hier über diese dusseligen, was sind das hier, Seerosenblätter, was auch immer, nicht rüberlaufen. Die müssen wir da auch wieder weghauen. So, weiter geht's. Eben kurz auf die Karte gucken. Also hier vorne ist so eine Licht und dann geht es da irgendwie so ein bisschen weiter, also quasi geradeaus. Und so hackt man sich dann hier quasi durchs Unterholz. Zwischendurch immer mal wieder einen Kaffee trinken, weil Ausdauer geht ja schon einigermaßen gut runter bei diesem ganzen Kram weggehacke hier. So, jetzt wird es natürlich auch noch dunkel, ist dann noch schwerer, also halt Nacht, dann wird es noch schwerer zu sehen, wo man denn irgendwie hier was weghacken muss und wo man durchpasst und so weiter. Komme ich hier irgendwie durch? Und bin ich da überhaupt richtig? Boah. Das hier müsste irgendwie Zuckerrohr sein, werde ich wahrscheinlich später irgendwann nutzen können. Das ist hier, genau hier als, nee, Bambus. Aber mal gucken, wofür das dann irgendwann mal gut ist. Gibt es garantiert auch irgendwelche Crafting-Dinger, wo man das Zeug dann mal nutzen kann. Also immer schön aufheben. So, weiter. Karte, Orientierungszeit, okay. Na, irgendwie relativ wenige Viecher. Hätte euch da gern mal eben was gezeigt hier auf dem Weg. Hier rennt alles Mögliche rum. Skorpione, irgendwelche. Ah, hier so komische, wollte ich jetzt gerade sagen, irgendwie so komische Trolle, die werfen irgendwelche Brandbomben auf mich. Können aber nicht besonders viel aushalten. Zack. So, tot, weg. Man auch mal so ein bisschen gucken, dass man hier gesundheitsmäßig, also bist eigentlich, also ich bin hier eigentlich die ganze Zeit immer nur am Futtern nach dem Kampf. Nutzt die großen Dinger, also diese Erdbeerteile da eigentlich nur im Kampf direkt. Außerhalb, ja, entweder noch so Käsereste, die ich habe, und halt gebratenes Fleisch. Also das. Okay, da ist Ärger am Start. Ja, fieser fetter Gorilla, ein Skorpion und oh, Haufen böses Zeug steht hier in der Gegend rum. Okay. Bin ich hier schon bei dem Teil angekommen? Okay, kann ich entweder mich hier durchhacken? Weil so ein, zwei Dinger greife ich mir hier mal an. Ah, Scheiße, nee, die greifen mich an. Oh Gott, wenn das mal gut geht. Und direkt mit Essen anfangen, weil. Und der verpisst sich erstmal, das ist fein. So, jetzt bin ich vergiftet, also hier Kräutertee einmal rein. Das dauert dann eben im Moment irgendwie 5 Sekunden oder so, dann ist der Gifteffekt weg und. Also, ihr seht schon, das wird dann irgendwann hier hinten raus doch mal so ein bisschen haariger. Kupfermünze brauche ich. Edelsteinsplitter, einen Emerald, was war denn nochmal Emerald? Die hier sind wichtig, die sind von den Skorpionen werden die gedroppt. Stings, also Stachel. Die kann ich nutzen, um daraus Giftpfeile herzustellen. So, jetzt eben wieder fit werden. Gucken, wo der Timer rum ist. Gleich den nächsten oben drauf. Mal, wo habe ich den? Auf 5 einen Kaffee. Und dann sollte ich auch in absehbarer Zeit wieder. Wichtig nicht, oder war da der Timer am Laufen? Okay, dann kann ich hier in absehbarer Zeit auch mal weitermachen, nicht quasi jetzt. Guck mal, was hier noch so an fiesen Zeug in der Gegend rumrennt. Paar Goblins, die sind nicht so wüst. Ein Gorilla, aber gut. Das ist so, die Gorillas sind so quasi das Äquivalent zu Bären im anderen Bereich. Level 5, also die hauen dann auch schon ein bisschen rein. Nicht auf die Gesundheit geachtet. Ach, Kräutertee. Zack. Oh, Kräutertee, nur Schlag an. Puh, okay, das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Also ich immer so, wenn ich hier quasi alleine am Zocken bin, bin ich aus, na, so ein bisschen konzentrierter.
Hier jetzt, das war jetzt nicht so gut. Also das hätte etwas eleganter abgehen können. Nochmal Goldmünze und. Aber ihr seht schon, also das Ganze ist jetzt mit Rüstung an. Also ist zwar bloß Leder, aber immerhin. Und relativ hochwertigen Lebensmittelkrams hier im Kampf quasi. Also da seht ihr, also das braucht man hier dann schon. So, wo geht das weiter? Schauen wir mal, wohin das hier führt. Ich hoffe, irgendwo hin. Ups. Also kommen dem Ding hier mal näher. Also meinem Ziel sozusagen, jetzt hier mal erkennen könnte. Also in die Richtung. Muss ich mich mal durchhauen. Hier wieder durchs Unterholz, durch den Bambus oder Schilf oder was das hier sein soll. Was mir jetzt gerade so nebenher einfällt, was ich vollkommen vergessen habe, was nicht so geil ist, ist mir Zeug für das nächste Portal mitzunehmen. Ich mache jetzt mal den Weg hier vorne bis an die Lichtung frei. Das wird dann wohl schon die sein, schätze ich einfach mal, wo das nächste Fragment steht. Dann mache ich einen Schnitt. Renne eben zu meiner Basis zurück oder zum nächsten Portal. Beam mich zur Basis. Mache mir hier Kram für das nächste Portal klar und baue mir das hier vorne dann irgendwo hin. Ey, nervt nicht. Ja, wie gesagt, Kräutertee ist hier schon eine Sache, die man braucht. Eben zurückziehen, solange das Gift hier noch rumtickt. Okay. Den Busch hier noch weg. Dann sollte ich eigentlich. Den Kaffee. Sollte ich eigentlich. Ja, das wird jetzt schon die Lichtung sein. Wo das nächste Fragment ist. Was mir hier ein, zweimal fast den Arsch gekostet hätte, war, dass ich die Axt ausgerüstet habe, weil ich mich halt irgendwo durchhacken wollte und dann im Kampf oder zum Kampf hin vergessen habe, da wieder mein Schwert in der Hand zu nehmen. Erwähne das nur mal so, dass euch da vielleicht der ein oder andere plötzliche unnötige Tod da quasi erspart bleibt. So. Ja, gleich mal, bevor ich jetzt zurückrenne, habe ich jetzt gerade überlegt, will ich jetzt erstmal eben kurz gucken, was hier denn so an fiesen Kram in der Gegend rumrennt. Ob das so aussieht, dass ich hier, naja, irgendwie noch eine Chance habe, irgendwie an das Ding rankommt. Oh, jetzt habe ich Marathon Achievement unlocked, also das heißt, ich habe mich 42 Kilometer hier im Spiel bewegt insgesamt. Eben ein Stück Käse reingepfiffen. Skorpion, Kräutertee gleich drauf. Das dauert irgendwie so 5 Sekunden, bis der Kräutertee anfängt zu wirken. Also bis das Gift dann weggeht quasi. Also im Prinzip in dem Moment, wo ihr gestochen werdet, direkt auf den Knopf drücken, weil sonst verliert ihr zu viel Gesundheit oder unnötig Gesundheit. So, weiter. Oha, da kommt jetzt schon ein bisschen mehr angerannt. Messer, so Gesundheit schon verloren. Gleich essen. Oh, die sind schon ein bisschen höher. Kräutertee. Und gleich weiter essen. Und den nächsten Kräutertee. Fuh.
So, und wieder hochregenerieren und so weiter und so fort. Kaffee. Und ich muss hier noch so gebratenes Fleisch haben, das will ich erstmal loswerden. Ja, und so muss man sich hier dann so langsam, aber sicher Richtung Force of Nature Teilchen, Chart. Hier vorne ist das Teil, das sehe ich hier jetzt schon, da wo ich ran muss zum, ja, zum Abbauen quasi. Ups, okay, da haben sie mich schon von alleine gesehen. Silvester, yay. Rangehen, Kräutertee und essen. Nochmal Kräutertee und nein, 6-1 essen, scheiße. Los, kipp. Ah, verdammte Scheiße. Ja, gut. So, das ist dann die Stelle, wo ich mal erstmal hoffe, dass ich jetzt nicht ganz so viel Zeug verloren habe. Nix Wüstes, paar Goldmünzen, aber die hat man hier ohne Ende. Ein Palmblatt, Bambus-Dingen. So, jetzt eben sortieren, neu gruppieren. Mach jetzt hier mal eben Schnitt. Stell mir ja, Kram für das Portal her, dass ich mir das hinten bauen kann. Fülle hier meine Vorräte nochmal so ein bisschen auf. Und dann bin ich dann gleich wieder da, wo ich jetzt gerade gestorben bin. Der Weg ist ja jetzt zum Glück freigehackt und der bleibt dann auch frei. Also bis gleich. So, und weiter geht die Jagd. Bin jetzt wieder hier an der Lichtung mit dem, ja, zweiten Fragment hier im Sumpf. Und schau mal, wie ich hier so zu Rande komme. Nee? So. Zack, so eine Down. Eben zwischendurch was essen. Zack, weg. Ausdauer kann ich auch schon mal eben ein. Nee, kann ich noch nicht. Da zwei jetzt. So, Fenster zu. Warten, bis der Foodtimer da runtergelaufen ist. Dieses Zeug hier unterwegs. Okay, oh, den Gorilla hier mal einen beipulen. Zack. So, kommen jetzt ein paar mehr. Zack, wieder nach hinten. Hier passen die nicht alle durch. So, und wieder ein wenig Tee. Ja, diese Emerald Chips, die brauche ich auch für mein nächstes Level Up. Natürlich sehr beruhigend, dass die nun gerade von diesen nervtötenden Skorpionen gedroppt werden. Macht es nicht unbedingt leichter für mich hier. Aber wir schaffen das. Ich bin da guter Dinge. Puh. Wieder fit werden vor dem Kampf. Jetzt. Wieder einer tot, kein Loot, Schweinerei. Oh, und den und hier und da und platt. So. Und wieder gesundheitsmäßig hier ein bisschen nachlegen. Eisen jede Menge, gut zu wissen für später. Werde ich garantiert irgendwann noch brauchen. Und nochmal ein Stück Käse oben drauf. Puh,
hier gerade mein Kabel vertüdelt. So. Guck mal da, Skorpion, hier, nimm den und das und noch ein. Tasse Tee. Da noch rum, zwei von diesen Feuerwerkstypen. Ja, nicht schon wieder. Dass ich so viel sehen kann. Okay, knapp. Ja, das ist eine fiese Kombo mit diesen, mit Skorpionen und diesen anderen Typen da, die ordentlich Schaden machen. Weil man hier diesen Essensbar, diese Leiste da, den Timer, der jetzt gerade läuft, da halt entweder durch Kräutertee oder durch Essen voll hat. Das macht die Sache hier nicht gerade leicht. So, habe ich hier noch? Ach, hier so ein Plomann nochmal. Hier, gedreckt. So, zack, und noch einen hier. Ja, schön. Jetzt hole ich mir erstmal dieses Force of Nature Dingens hier. Pickaxe. Puh, ja. Also schon so ein bisschen was, wo man aufpassen muss. Es ist immer ein bisschen schwer. Also ich finde, mir fällt es immer schwer, so einen Kram zu machen, während ich aufnehme und versuche, den ganzen Kram irgendwie noch zu kommentieren. Da verhaut man sich leicht mal, vergisst irgendwas und ist halt nicht ganz so konzentriert auf das Spiel, wie man sein sollte, um hier einigermaßen lebendig durchzukommen. So, was haben wir denn hier so rumliegen? Amethyst, Goldmünze, Stein, leck mich. Goldstein, da, Onyx, Rubin. Force of Nature Shard vor allen Dingen. Diamant und Onyx. So, Leute. Da haben wir es doch. Das zweite Force of Nature Shard Dingen. Jetzt ist für mich wieder wahrscheinlich bis zur nächsten Folge so 5-6 Stunden wieder irgendwelches Zeug zusammengrinden, Level up kriegen. Also ich muss jetzt noch, was habe ich hier an Emeralds, da habe ich 4 habe ich bei mir in der Kiste liegen, einen hier. Und heißt, ich brauche dann nochmal 10 oder so fürs nächste Level. Quest, ja, get a new level. Und dafür brauche ich, ja, die Ingots, das ist kein Problem, die kriege ich so zusammen. Aber halt diese 10 Chips hier zusammen farmen, das wird noch ein wenig dauern. Das tue ich euch on camera nicht an, das mache ich so. Hoffe, ihr habt wieder Spaß beim Zugucken gehabt, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr vielleicht jetzt auch mal ein paar neue Tricks hier gelernt habt, vielleicht ein bisschen mehr Einsicht in das Spiel, in die Mechaniken und so weiter bekommen habt. Falls dem so ist, lasst mir ein Like da, hier Daumen hoch Knopf, der ist hier da irgendwo. Was noch, natürlich hier Kanal abonnieren nicht vergessen, das verpasst ihr auch nicht, wenn hier wieder irgendwelche anderen Videos mal rauskommen sollten. Ja, Leute, danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Mal gucken, was da dann geht.